kaum gebrauchte Ressourcen nutzen. Die Forschung am Energiespender Mensch hilft, neue Technologien und außergewöhnliche Ideen zu entwickeln. Und die Energiesammler verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze, um möglichst große Mengen Energie aus dem Kraftwerk Mensch abzuführen. In Toulouse nutzt man Mechanik. In Stockholm nutzt man Wärme. Und in Bottrop menschliche Exkremente. In Eindhoven verfolgen Wissenschaftler einen ganz anderen Ansatz. Sie sehen die Einsatzgebiete von menschlicher Energie bewusst in besonders kleinen Dimensionen. Hier wird eine neue Generation von medizinischen Geräten entwickelt, die ausschließlich mit Körperwärme und Sonnenlicht betrieben werden. Der Mensch ersetzt die Batterie. Das müssen wir uns näher ansehen und fahren zum Holzcenter auf den Hightech-Campus Eindhoven. Die Forscher haben sich hier von der erstaunlichen Effizienzsteigerung elektronischer Geräte inspirieren lassen. Wir alle wissen, dass unsere Fernseh- oder Computerbildschirme selbst im Ruhemodus noch Energie verbrauchen, ohne dass sie etwas tun. Die Sensoren, die wir herstellen, verbrauchen viel weniger Energie, sind aber völlig funktionstüchtig. Ultra-Low Power bedeutet also wenig Verbrauch, aber viel Funktion. Dort, wo es keinen Strom für medizinische Geräte gibt, etwa in Katastrophengebieten, könnte die neuartige Technik helfen. Dies ist ein thermoelektrischer Generator. Er sitzt hier und das Aluminium hat direkten Kontakt mit ihrer Haut. Das Gerät misst die Augenbewegung und nutzt dafür nur Körperwärme und Solarstrom. Und wie viel Strom erzeugt man damit? Oh, das bewegt sich im Milliwatt-Bereich. 1 bis 2 Milliwatt sind schon ziemlich viel Leistung. Genug für viele medizinische Anwendungen. 1 Milliwatt entspricht einem Tausendstel Watt. Diese winzige Spannung entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen Haut und Umwelt. Sie ist groß genug, um einen elektronischen Funkschalter anzutreiben. Dieser Schalter sammelt medizinische Daten direkt am Körper und sendet sie an einen Rechner. Es wird ein wenig kalt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Kältegefühl und der Energieproduktion? Wir wollen Körperwärme direkt in Strom umwandeln und brauchen daher einen sehr guten Kontakt zur Haut. Dafür nutzen wir Aluminium, das die Wärme sehr gut leitet. Und das fühlt sich kalt an. Bei einer gewissen Größe des Thermogenerators wird der menschliche Körper die Kälte als unangenehm empfinden. Und das ist ein Limit, das wir nicht überschreiten sollten. Die Menschen sollen das Tragen des Geräts als angenehm empfinden. Immerhin produziert der Prototyp schon genug Strom, um Messungen per Funk an einen PC zu senden. Die optimale Energieleistung einer menschlichen Batterie liegt heute bei etwa 1 Milliwatt. Das liefert ein Mensch bereits im Liegen. Schon wird an der nächsten Generation gearbeitet. Mit diesem Headset sollen Hirnströme abgeleitet und an einen Rechner gesendet werden. Noch muss das Headset zusätzlich mit einer kleinen Batterie betrieben werden. Doch das soll sich bald ändern. Dies ist das tragbare EEG, mit dem wir 4 Signale übertragen können. Die Elektronik steckt hier drin. Kleine Metallspitzen leiten sowohl die Hirnströme als auch die Körperwärme zur Energiegewinnung weiter. Der Strom geht an einen Akku, die Hirnstromdaten werden per Funksignal an den PC gesendet. Und tatsächlich, die Gehirnströme zeichnen sich klar auf dem Bildschirm ab. Es ist das kleinste tragbare EEG der Welt.
Wie viel verbraucht es denn? Wenn wir 8 Kanäle übertragen, verbraucht es 9,2 Milliwatt. Wir versuchen dies noch so weit wie möglich zu reduzieren, damit wir ausschließlich den Thermogenerator nutzen können. Dann wird es völlig autonom sein. Völlig unabhängige Energiegewinnung, das ist auch das Ziel bei einem neuartigen Herzmonitor. Besondere Sensoren auf der Reporterbrust sollen zunächst die Herzschläge messen. Bei erhöhter Belastung sendet der Sensor einen Alarm direkt auf das Handy. Auf Wunsch sogar mit der genauen GPS-Position. Vitalinformationen werden so mobil. Die Idee dahinter ist natürlich nicht, dass Sie selbst Ihr Herz überwachen. Wir sind alle keine Ärzte. Aber Ihr Telefon kann die Information an Ihren Arzt schicken. Und der ruft Sie an, wenn es ein Problem gibt. Soll ich es mal probieren? Ja, gehen Sie mal hoch und runter und wenn die Herzfrequenz über 120 geht, bekommen Sie eine Nachricht auf das Handy. Das Treppensteigen treibt den Puls hoch. Der Sensor zeichnet alles auf. Über das eigene Smartphone könnten Herzinfarktpatienten so ärztlich überwacht werden, auch über weite Entfernungen hinweg und ohne große Batterien herumtragen zu müssen. Also, Sie sind jetzt schon ziemlich über 120, 150 bis 160. Sie sollten also gleich eine E-Mail oder SMS bekommen. Hier ist sie, da ist die SMS. It says, oh, Herzfrequenz bei 163 BPM. Und diese Nachricht wurde mir vom Health Center geschickt. Ja. Okay. Also muss ich ein bisschen mehr trainieren. Ja, das sollten Sie. Okay, thank you. Handys, Navigationsgeräte oder MP3-Player werden sich mit den neuen Sensoren in absehbarer Zeit nicht aufladen lassen. Sie sind vom Verbrauch im Ultra-Low-Power-Bereich noch meilenweit entfernt. Die Sensoren der Zukunft könnten allerdings eine Vielzahl von Daten direkt am Körper sammeln und drahtlos auslesen, über Jahre hinweg. Angetrieben letztlich nur von menschlicher Wärme. Der Energiespender Mensch wird unsere globalen Versorgungsprobleme beileibe nicht lösen. Wir verbrauchen viel mehr Energie, als wir durch noch so cleveres Energieernten jemals gewinnen können. Am Ausbau von großen alternativen Energiekonzepten führt kein Weg vorbei.